Es war der Thomas Rüfenach, der in der 51. für 5 plus Spieldauer vom Eis hat müssen. Und zwar wegen einem Check gegen den Kopf, gegen den Yannick Radgeb. So präsentiert sich die Szene, Ueli. Ja, nimmt sicher, er merkt, er kommt, oder? Sie haben schon vorher ein Radgoder gehabt, nimmt den Ellbogen auf und der Ellbogen geht klar gegen den Kopf. Ich meine, das war einfach nicht intelligent vom Rüffi. Ob es gerade ein Spieldauer sein muss, da kann man sicher darüber diskutieren, aber ein solcher Ellbogen gegen den Kopf, das gibt es einfach nicht, das ist Regelbuch, das ist klar. Ja, vor allem, es ist gefährlich, wieder mit dem Ellbogen gegen das Kinn. Wir wissen, dass er mit dem Aufprall, was es heute gibt, Hirnerschütterungen immer wieder ein Thema sind. Also alles, was gegen den Kopf ist, sollte man wirklich bestrafen.